Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mir, Observer, heute werde ich Licht ins Dunkel bringen über das mit dem Arzt. Heute werde ich sagen, warum ich mich Dr. Truck genannt habe. Aber zuerst, ich habe mein Touchpad geändert. Das hier ist Wolle. Das da ist Stein. Coverstone, Cleanstone. Da seht ihr, ist auch Wolle. Das. Stein, okay. Ich meine, das ist unwichtig. So würde ich euch sagen, warum ich Arzt geworden bin. Und das ist ganz einfach. Und zwar ist es durch Scherzen entstanden. Zuerst, ich habe noch gar keinen Beruf. Ich bin noch zu jung dafür. Bin kein Arzt. Das sieht irgendwie voll lustig aus, um ehrlich zu sein. Okay, darum war es. Guck mal, ich bin kein Arzt in Wirklichkeit. In real life. Da bin ich noch zu jung. Wie ihr es vielleicht merkt. Aber jedenfalls. Was dahinter kommt, habe ich mit dem Basti häufig rumgescherzt. Und zwar habe ich immer mal wieder gesagt, lasst mich durch, ich bin Arzt, wenn ich irgendwo durch müsste. Und da hatte ich noch den RC-Truck-Account. Hab den Namen noch nicht gewechselt. Und so ist das halt entstanden. Und ich habe auch noch mal gesagt beim Basti, als wir zusammengespielt haben, spüre meine Spritze. Also was habe ich dann gesagt? Und dann hatte Basti gesagt, ich überlebe. Was hat gesagt? Nenn ich doch mal Dr. Truck. Und da habe ich das gemacht. Und ich habe auch natürlich überlegt, ob ich mich so nenne. Aber ich finde, dass das auch ganz gut ist, ganz lustig. Das ist so Dr. Truck. Ja, finde ich ganz gut. Auf jeden Fall ist es so entstanden durch Scherzen, indem ich irgendwo durch musste, zum Beispiel der brennt erstmal, zum Beispiel hier. Ich bin Arzt! Arzt im Dienst! Habe ich ja dann noch gesagt, Arzt im Dienst. Ups, Arzt im Dienst. Okay, ja, so ist das jedenfalls entstanden, dass ich mich so nennen wollte. Nicht, dass ich dann bin zu jung dafür, für einen Beruf. Und finde ich das schon Arzt. Ich würde sagen, Leute, das war auch alles erklärt. Wenn ich es nicht ausführlich genug erklärt habe, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Da, wenn euch die Geschichte, wenn euch das Ganze gefällt, mal umbenannt habt, weil ihr so Sprichwörter gesagt habt. Ja, das war's dann mit diesem Video auch. Hoch. Mit dem Obsidian, das war's mal mit der Folge mit dem Obsidian-Blog. Ich würde sagen, ciao.